Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. So, Erkram muss los, der war noch da. Und irgendeiner, Anton, hast die Schlafenszeit. Das ist ja schön für dich, dass du die hast. Du musst aber trotzdem schlafen. So, du kannst hoffentlich... Nee, du kannst noch nicht. Du hast noch ein paar Minütchen, dann ist aber vorbei. Er hasst die Schlafenszeit, aber wenn er nicht schläft, dann ist er quengelig. Ist also auch nix. So, du kannst jetzt wieder schlafen. Sehr gut. Bist wütend, weil müde. Ja, ich kann ja nichts dafür. Ich wollte dich schlafen schicken. Du wolltest nicht. Nicht wahr? So. Du bist wach. Was ist das? Du bist dreckig, aber schlaf bitte. Oh, hat einmal hier einen kleinen See gemacht. So, Hunger hat er noch keinen, von dem her, also zumindest nicht dramatisch. Dann können die alle nochmal ein bisschen schlafen. TV-Staffel-Premiere war erfolgreich, das ist gut. Na, wer von euch Nudeln ist jetzt wieder wach? Du hast Hunger, okay. Dann würde ich sagen, dann füttern wir dich. Steh du mal auf, meine Liebe. Fütter ihn mal. Danach kannst du ihn dann mal baden. Und auch füttern. Aufwecken. So, wie geht's euch zwei denn? Ah, Hunger ist noch nicht so riesig, ne? Das ist gut. Das ist gut. Energie wird langsam grün. So, ah, er wird wach. Dann brauchen wir ihn gar nicht wecken. Dann können wir ihn direkt stillen und dann baden. Zusammen Bauchzeit verbringen würde ich ja auch gerne machen, aber... Du kannst mal mit ihm ein bisschen dich unterhalten. Ihm Liedchen singen. Anprusten. Brabbeln. Das sind so die Dinge, die auch nebenbei alles ganz gut gehen, ne? So. Du kannst mit Spielsachen spielen. Was machst du jetzt? Du sollst nicht nach ihm sehen, du sollst ihn füttern. Meilenstein C im Mund freigeschaltet, sehr gut. Ja, richtig, krabbeln könnt ihr im Prinzip eigentlich auch lernen, aber dazu muss ich viel Bauchzeit mit denen verbringen. Beziehungsweise nachher kannst du es dann nochmal irgendwann... Was macht diese dumme Nudel? Füttern sollst du, du dumme Nuss, den Meilenstein Brabbeln freigeschaltet, okay? So, dann kannst du... Du bist traurig, weil... Überstrahlt. Unterhalte dich mal mit ihm. Lass du dumme Nudel den doch mal in... Nein, lass ihn da liegen. Ihn hier sollst du füttern. Baden und dann füttern. Oder umgekehrt. Aber das sollst du tun. Kümmer du dich mal um ihn. Mit Bernd Justin spielen. Halleluja. Schwere Geburt. Dann brauchst du jetzt da nicht mehr stillen. Baden. Reicht auch einmal. Aber schön, wenn er mit denen spielt. Mit Ben, mit dem Reden, mit dem Spielen, ja. Rede, spiel mal direkt mit ihm. Wenn das irgendwie geht.
Brust. Kommst du nicht hin? Lied singen, anprusten, brabbeln, unterhalten. Du dumme Nudel, was machst du? Du sollst ihn hier baden. Was genau hast du daran nicht verstanden? Ach so, okay, legst du ihm den raus, dass er da... Dann kommen wir auch wieder mit im Spielen, ne? Freundlich. Aktivitäten. Unterhalten. Lustig. Aktionen. Babypflege. Freundlich. Zuwendung. Wieso kannst du jetzt nicht mehr mit ihm spielen? Das war, weil er da nicht drin ist. Ah. Aber im Prinzip könntest du ihm hier nachher Töpfchenhilfe geben. Weil der muss auch bei Zeiten wieder. Du bist Achse. Was ist mit dir? Du bist langsam müde. Conny verschwindet aus dem Rampenlicht, ja. Ach, du willst aber in die Haie gehen. Das ist okay. So, von mir aus kannst du danach noch Simstagram-Story hier machen. So, und du musst auch mal dringend aufs Klo, ne? So, schau im Tetra vorbei. Er schläft, sehr gut. Du bist wütend. Wegen niedriger Energie. Okay, das heißt, du müsstest nachher mal aufs Klo. Lecker Windeln. So, was ist mit dir? In Haia gehen, das ist gut. Das ist gut. Ich hoffe, er lernt das jetzt, dass er dann bald Level 2 hat. Dann kann er das nämlich alleine. Risenu. So, und sie müsste eigentlich dringend mal malen. Aber essen müssen wir gleich auch noch. Halleluja. Stille. Endlich Stille. Oh, da war ein Kerl. Verpasst. Ja, ich muss eure nachher mal suchen gehen. Also einige haben ja welche hochgeladen, sind auch platziert. Ich muss sie jetzt nur mal finden. Also gucken, wo ich sie platziert habe und dann natürlich auch Hallo sagen. Die Abstimmung wurde eröffnet. Okay. Dann kannst du das natürlich gleich auch noch machen. So. Aber erstmal muss sie hier. Halleluja. Hast du Level 2? Nein, hat er nicht. Schade. Schade, schade, schade. So, schönes Bild. Ja, im Schlafgewand. So, du willst ins Bett, das ist gut. Du bist gleich ausgeschlafen, du kriegst aber langsam Hunger. Okay, sie muss eh gleich kochen. Marotte enthüllt tiefer Schlaf. Anton Erkram besitzt einen tiefen Schlaf. Kleinkinder, die einen tiefen Schlaf besitzen, wachen nicht so schnell auf. Oh, das ging schief. Dann kannst du gleich nochmal duschen. Und das aufwischen. Alle Kleinkinder sind unterschiedlich und besitzen eine Kombination aus drei Kleinkindmarotten. Ach so.
Du sollst immer noch abstimmen und dann sollst du die aufheben und den wegwerfen. Und dann müsstest du dir was zu essen machen. Macaroni und Käse in Partygröße natürlich. Macaroni und Käse gehen immer. So, was macht ihr? Du könntest dich mal richtig hinlegen zum Schlafen. Du kriegst langsam Hunger. Hat er hier beide Spielzeuge eingesteckt, der Schlingel? Hat er. So, spiel du mal damit. So. Du mit Bernd Justin Gurren, okay. Du kannst aber auch hier mal mit Spielsachen spielen. So, du wischst auf, das ist gut. Ja, du musst da gleich mal nachgucken. Darfst du. Und wir müssten ein Bild malen, ne? Oh, die Dings ist kaputt. Meilenstein C in den Mund freigeschaltet. Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht. Sehr gut. Oh, wie sieht das bei dir mit Töpfchen aus? Nö, musst du nicht. Hast du in die Windel gemacht, oder? Oder was ist los? Du kannst jetzt nicht viel machen hier, ne? Herumtollen. Ich weiß nicht, ob er da nochmal die Chance hat, dass er sich da bewegen kann. So, da können wir danach vielleicht... Wie sieht denn das bei dir aus? Müde? Müde. In Haier gehen, das ist genau das, was ich vorgeschlagen hätte. Ach so, Aktionsplan, körperliche Schlemmer vereinigt euch, Saft für alle. Förderung der kreativen Künste machen wir mal. So, du kriegst auch schon wieder Hunger und überhaupt. So. Den da rein, perfekt. Muss mal irgendwann einen Zaun hier drum machen. Achso, den machst du jetzt auch gleich leer. Das ist okay. Danach darfst du dann aber gern was zu essen machen. Ja, er hat in die Windel gemacht. Okay. Ich sehe schon. Die müssen wir dann auch bei Gelegenheit wechseln. Und dann kann er auch mal Töpfchenhilfe lernen. So, jetzt kann sie was kochen, dann kann er sich nämlich was zu essen holen. Wie sieht's bei dir mit dem Schlaf? Du kriegst auch langsam Hunger. Aber bis dahin kannst du noch schlafen. So, sie muss jetzt erstmal kochen. Wichtig. Sehr wichtig. Weil sie selber braucht natürlich was zu essen. Und dann... Oh, läuft nicht. Läuft noch weniger. Ich weiß nicht, ob das so die besten Kochkünste sind, aber... So, dann kannst du dir auch mal eine Portion nehmen. Und dich können wir auch gerade mal aufwecken. Du kannst dir auch ein Gericht nehmen. So, wütend, weil hungrig, ne? Und schläfriges Monster. Ja, isst du was und dann kannst du dich von mir aus wieder hinlegen. Sehr gut. Hi, Justin. Ja, ja, Candy hat dich eingeladen. Geh ruhig hin. Mach das ruhig. Level 2 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Sehr gut.
So, wenn die zwei Gauner sich was geholt haben, dann kann ich sie in den Kühlschrank packen. Abwarten, was geschieht. Nee, du hast ein bisschen was zu tun, meine Liebe. So, die zwei sauen dabei das Sofa ein bisschen ein. Läuft. Also sie ist schon wieder todmüde. Aber die Dinge müssen halt auch noch sein. So, Kinder schlafen. Da ist halt dreckig, aber Hunger geht noch. Dann würde ich sagen, schläfst du ein Ründchen? Machst du, sehr gut. Nee, nee, leg dich mal richtig hin. Nicht Nickerchen. So, das könntet ihr zwei eigentlich noch ein bisschen spielen, ne? Spielen und auch du. Oh ne, du sollst dich hinlegen. Stimmt. Du wirst ja müde. Du bist ja sehr ausgeschlafen sein. Bist halt dreckig, ne? Duschen kannst du noch nicht, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich. So, sie ist zumindest da schon mal auf einem besseren Level. Dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen. Mal gucken, wie das hier mit dem Hunger aussieht. Ah, er braucht so langsam. Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Perfekt. Und sie ist auch schon wieder gelb. Das reicht. So, aufwecken. Dann können wir ihn gerade mal... Und sie ist kokett. Boah, ich überlege gerade... Dann kannst du ihn mal stillen. Und dann würde ich sagen, gehen wir danach mal auf Reisen. Ja, alleine natürlich. Dass wir mal einen neuen Kerl klar machen. Oder für uns gewinnen. Wieder langsam Zeit, dass sie wieder schwanger wird, ne? Das Bomb war gerade ein Vogel, der gegen das Fenster geflogen ist. Ist aber weiter geflogen. Ist aber weiter geflogen. Im Bau. Prost. So, Vorteil ist natürlich, wenn die jetzt, wenn sie jetzt mal kurz weg ist, dann werden die Kinder versorgt. Dann kommt eine Tagespflege. Die sich um alles kümmert. Vielleicht sind sie da noch sauber. So. Hier. Reisen wir mal hin. Das ist nämlich ein Sim, der standardmäßig hier wohnt. Und dann ist hier der... Der wohnt standardmäßig hier, der Rodriguez. Rodrigo. Ralf Müller ist von mir und dann gibt es hier noch den Alfred Alleskönner. Den. Ihr zwei wohnt zusammen. Ich könnte ich aber auch gerade mal. So. So. Rose anbieten. Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Das ist schon mal gut. Fragen, ob er Single ist. Kokett haben wir schon mal. Babyfotos teilen. Conny hat erfahren, dass Alfred Single ist. Sehr gut. Kompliment machen geht immer. Flirten. Nach Werwolfrudeln fragen. Anmachspruch. Hausbeleidigen ist vielleicht nicht gerade das Optimale. Flirten. Nach romantischem Interesse fragen. Nicht spielen gehen. Du sollst ja mit ihm Kompliment über Aussehen machen. Äh.
Nach romantischem Interesse fragen. Hände küssen. Kompliment über Aussehen machen. Mehr Auswahl. Zuwendung, aufreizend posieren. Nochmal aufreizend posieren. Conny weiß über die romantische Orientierung Bescheid. Er ist in der Kundungsphase. Okay, er probiert aus. Das ist ja schon mal kein Fehler. Aha. Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen. Schau vorbei, ne? Flirten. Schmutzigen Witz erzählen. Das ist der Vorteil. Das geht natürlich relativ einfach hier alles bei Sims. Schlüpfrige Frage stellen. Level 2 der Denkfähigkeit erreicht. Das ist gut. Kompliment über Aussehen machen. Er soll sich da jetzt mal raushalten. Ersten Kuss erleben. Sehr gut. Okay, da haben wir den nächsten Kandidaten. Ja, ob sie es schafft, meine Lieben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und, oh. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.